Fraktion. Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Unionsfraktion, das vorab, versteht Ihr Anliegen, Frau Beck, das Anliegen der Grünen durchaus. Und wir sind auch bereit und waren es auch zuvor schon, Ihrem Antrag noch in dem gebührenden, größeren, breiteren Rahmen der bereits erwähnten östlichen Partnerschaft nachzukommen und hier eine möglichst breit angelegte Übereinstimmung zu finden im Umgang mit den Themen, über die ich jetzt kurz sprechen möchte. Bei der Lektüre Ihres Antrags, Frau Beck, erfasst uns wieder mal das Erschrecken und das Entsetzen über den menschenverachtenden Rassismus und der nationalsozialistischen Ideologie und über die enthemmte und mörderische Durchsetzung dieses ganz abstrusen Gedankengebäudes. Diese Debatte über die historische Verantwortung Deutschlands für die Ukraine bieten aber eine gute Gelegenheit, wichtige Fragen zu stellen. Wie wird die Ukraine in Deutschland wahrgenommen? Die so lange gewohnte Wahrnehmung der Ukraine als Teil der Sowjetunion hindert bisweilen daran, sich der historischen Identität als Grundlage eines souveränen Staates bewusst zu sein. Eines Staates mit eigener Geschichte, mit eigener Sprache, mit eigenen Sitten und Bräuchen sowie, und das ist wichtig, einer kulturell auf Europa ausgerichteten Bevölkerung. Was wissen wir in Deutschland über Masseninhaftierungen und Massenhinrichtungen der ukrainischen Schriftsteller, Publizisten, Künstler in den 20er und 30er Jahren bereits? Was wissen wir über diese sogenannte erschossene Renaissance in der Ukraine? Was wissen wir über den Holodomor, den millionenfachen Völkermord Stalins durch gewolltes Verhungern lassen im Jahre 32/33? Was wissen wir über die massiv unterdrückte Dissidentenbewegung in der Ukraine in den 60er Jahren? Was wissen wir über die studentische Revolution auf den Granit, so wird sie genannt, auf dem Kiewer Maidan im Oktober 1990? Die historische Verantwortung Deutschlands für die Ukraine besteht auch darin, das Wissen über die Ukraine in Deutschland zu stärken. Erst nach dem Euromaidan 2014 wurde die erste deutsch-ukrainische Historikerkommission gegründet. Es wurde bereits erwähnt, und erst im vergangenen Jahr hat das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien seine Arbeit aufgenommen. Ja, es ist Aufgabe dieses Deutschen Bundestages, der historischen Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Das friedliche Zusammenleben der Völker, die Versöhnung einer Nation mit sich selbst und mit seinen Nachbarn, setzt die wahrheitsgetreue Aufarbeitung der Geschichte voraus. Die Interpretation der Ereignisse im Einzelnen und ihre historische Einordnung ist aber nicht Aufgabe des Staates. Wir lehnen eine ukrainische Staatsgeschichtsschreibung ebenso ab wie die bekannte sowjetische Interpretation der Geschichte. Wir lehnen beides gleichermaßen ab. Stattdessen ist es die Aufgabe von Historikern, die geschichtlichen Abläufe wissenschaftlich wahrheitsgetreu darzustellen. Die Annexion der Krim und das aktive Einmischen im Osten der Ukraine hat Russland die territoriale Integrität der Ukraine verletzt und internationale Verträge wie das Budapester Memorandum und die Schlussakte von Helsinki gebrochen. Das ist unsere feste Überzeugung. Dies muss immer wieder erwähnt werden. Und mit einer Desinformationskampagne und der propagandistischen Geschichtsinterpretation versucht nun Russland, die Ukraine weiter zu schwächen und sie als gescheiterten Staat darzustellen. Wir sind uns in diesem Haus bewusst, dass es im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland nicht um eine kurzfristige Krise geht. Es geht um die Deutungshoheit und künftige Bestimmung historischer Diskurse in ganz Europa, in denen auch Platz sein muss für die ukrainische Sicht der Dinge. Das Bekenntnis
zur territorialen Integrität und die Hilfe, unsere Hilfe bei den Transformations- und Demokratisierungsprozessen in der Ukraine darf deshalb nicht auf einem Opferdiskurs allein begründet werden. Unsere Unterstützung der Ukraine bedarf auch nicht der Sonderbegründung einer zusätzlichen historischen Verantwortung. Nein, nur weil wir wissen, welche Verantwortung wir haben und wie die Dinge sich entwickelt haben in den letzten Jahren. Aus diesen Gründen wollen wir den Antrag unterstützen. In dem weiteren Kontext der europäischen Partnerschaft bearbeiten. Und wir sind ja noch einige Sitzungswochen beieinander, Frau Kollegin Beck, Sie und ich und die restlichen Kollegen. Und da werden wir versuchen, diesen Gedanken von Ihnen, Frau Beck, in würdigen und korrekten Form weiterzuentwickeln. Eine Weiterentwicklung, die die Ukraine nicht nur als Opfer Nazi-Deutschlands, als Opfer Russlands sieht, sondern die kulturellen und historische Souveränität der Ukraine gerecht wird. Das ist unser Anliegen. Vielen Dank. Hans-Peter Uhl, damit schließe ich die Aussprache.